Ja, hallo liebe Leute, willkommen zu unserem zweiten Teil KiCad 5.0.2 Tutorial. Ich möchte hier nochmal kurz darauf eingehen, was im ersten Teil geschehen ist. Wir haben das Programm installiert, wir haben einige Einstellungen vorgenommen. Ich habe hier einmal die Pfad-Variable angepasst auf den entsprechenden Pfad, wo unser eigenes Template liegt. Das ist nochmal genauer zu sehen, wie gesagt, im Teil 1. Dann haben wir eingestellt einen Texteditor. Wir haben hier dazu eingestellt im Tutorial den Notepad++. Das ist dieser Editor. Und wir haben eingestellt den PDF-Betrachter. Und ich hatte da Jens empfohlen, auch einen Open-Source-PDF-Betrachter, der deutlich schlanker auch ist in der gesamten Installation gegenüber dem Adobe Reader und erreicht also für unsere Zwecke hier völlig aus. Das war also das letzte Video. Dazu in der Videobeschreibung auch ein Link nochmal auf meine Webseite. Da ist das ganze Video nochmal als Text im groben Inhalt wiedergegeben und verlinkt. Und ich werde das heute hier mit dem Teil 2 des Tutorials genauso handhaben. Was wollen wir heute machen? Wir wollen heute ein eigenes Template erstellen. Warum das eigentlich als nächster Schritt sehr sinnvoll ist, möchte ich euch kurz zeigen, indem ich hier einmal ein neues Projekt erstelle. Wir nennen das einfach mal Test 1 und wir wollen das natürlich in unserem KiCad-Ordner speichern, wo wir ja gestern hier auch schon unsere Ordner erstellt haben. Ich nenne das einfach mal Test 1 und ihr seht, hier wird also ein neues Projekt erstellt. So, wir nehmen hier zum Beispiel mal eine Einstellung vor im Schaltplan, im Layout-Editor. Ja, heute ist er wieder ein bisschen langsam. So, wir nehmen hier einfach mal eine Einstellung vor und zwar wollen wir die Designregeln anpassen. Defaultmäßig sind hier als Leiterbahnbreite 0,25 eingestellt und Durchkontaktierungsdurchmesser sind 0,8 mit einer Bohrung von 0,4. Ich füge hier einfach mal ein Netz hinzu, wir nennen es vielleicht einmal Power, weil wir da ein bisschen mehr Strom drüber nehmen wollen. Und wir stellen hier mal eine Leiterbahnbreite von 1 mm ein, machen hier 1,6 mm Duco-Durchmesser mit einer Bohrung von 0,8. Das soll jetzt hier mal unser Beispiel sein. Wir können das hier dann speichern. Wir können auch hier nochmal eine Durchkontaktierung von 1,6 mm annehmen mit einer Bohrung von 0,6 als globale Designregeln. Und wir geben hier mal noch an eine Leiterbahnbreite mit 1,0, 1,2 mm und so weiter als Beispiel und könnten jetzt das hier auch auswählen in unserem, in diesem Auswahldialog die entsprechende Durchkontaktierung auswählen und wir könnten hier unsere drei Leiterbahnbreiten wählen, um jetzt hier beispielhaft irgendetwas zu verdrahten. Das gilt auch für alle anderen Einstellungen, die ihr vornehmt im Schaltplan bzw. im Layout-Editor. Ich speichere das jetzt hier einfach mal ab, solange ich, wie gesagt, mich jetzt hier in diesem Projekt bewege und ich könnte jetzt auch hier wieder öffnen, sind diese Einstellungen vorhanden. Wir sehen, es ist alles noch da und das ist alles soweit in Ordnung. So, aber irgendwann kommt natürlich unser Zeitpunkt, wo das Projekt beendet ist und wir fangen ein neues Projekt an. Wir wollen das einfach mal Test 2 nennen. Test 2 nennen. Wir speichern das Ganze wieder. Wir haben jetzt einen Test 2 und wenn wir unseren Layout-Editor hier wieder öffnen, stellen wir fest, Edge, es ist alles weg. Unsere ganzen Einstellungen müssten wir jetzt hier wieder neu vornehmen. Was es mit diesen globalen Designregeln auf sich hat, werde ich dann in einem weiteren Video nochmal genauer drauf eingehen. Aber ihr seht schon, dass hier bei diesen Einstellungen
die alle weg sind und ihr müsstet jetzt hier wieder von vorn anfangen. Das gilt auch für alle anderen Einstellungen, die ihr im Schaltplan gemacht habt, etc. pp. Das ist nicht zweckmäßig und ist also relativ problematisch. Wir wollen das ändern, indem wir also ein eigenes Template für uns erstellen, dass wir immer unsere gewohnten Einstellungen dann wieder vorfinden. Dazu im nächsten Schritt erstellen wir uns ein neues Projekt und dazu ein leeres, und zwar im Ordner KiCad Template. Und wir nennen den My Template. Den könnt ihr theoretisch nennen, wie ihr wollt, Vorlage oder My Template. Wir speichern die ganze Geschichte und wechseln dann in den Ordner mit dem Explorer in den Ordner KiCad Template. Ihr seht jetzt hier einen zweiten Ordner oder zusätzlichen Ordner My Template. Und hier sind diese drei Dateien, die KiCad anlegt, die Projektdatei, die Schaltplandatei und die Layout-Datei. Als nächstes stellen wir uns hier in diesem Ordner einen weiteren Ordner, den wir Meta nennen. Und wechseln dann in diesen Ordner Meta. Im Weiteren habe ich jetzt ein zweites Explorer-Fenster geöffnet. Und in diesem zweiten Explorer-Fenster wechseln wir in den Ordner C-Programmfiles, KiCad Share, KiCad Template, Arduino Nano, Meta. Das sind die vorinstallierten Templates, die KiCad mitliefert, und wir benötigen hier eigentlich nur die Info-HTML als Vorlage, um die nicht selbst erstellen zu müssen. Wir kopieren die einfach hier rüber und fügen die hier ein. Linux-Nutzer finden diese Vorlagen unter /usr/share/KiCad /template und dort unter Arduino Nano und so weiter findet ihr diese Info-HTML als Vorlage. Und wir merken uns hier bei der Datei icon.png die Abmessungen von 64 mal 64 Pixel. Das merken wir uns. Die Borddatei hier, dieses Bild brauchen wir nicht. Das interessiert uns nicht weiter. Damit können wir hier schon schließen. Und als nächstes wollen wir die Info-HTML editieren. Wir nehmen dazu mit Rechtsklick unser Notepad. Linux-Nutzer können dann ihren favorisierten Editor nutzen. Und wir schmeißen hier oben als erstes einfach mal den Titel raus. Wir nennen es einfach Vorlage oder My Vorlage. So. Als nächstes hier unten den englischen Text raus. Hier kann man jetzt also entsprechend Informationen geben, was man da so alles eingestellt hat, was man da gemacht hat. Der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Das überlasse ich euch. Ich schreibe jetzt hier mal rein einfach mein erstes Template. So, den Rest hier unten werfen wir ebenfalls raus. Und den Link auf das Bild ebenfalls heraus. Darauf achten, dass die HTML-Tags hier entsprechend geschlossen werden. Und was weiß ich, nennen wir es hier noch Copyright 2019 Tom fertig. So, damit wäre die Sache schon erledigt. Wir speichern die Datei. Können jetzt nochmal einen Doppelklick drauf machen, dann sehen wir sie auch hier. Wie gesagt, hier wird jetzt euer Text stehen, was ihr da alles so eingestellt habt. Das empfehle ich da noch einzutragen. Soll jetzt hier an dieser Stelle mal gespart sein. So, wir brauchen weiterhin eine Icon-PNG-Datei. Dazu öffnen wir Paint. Unter Linux kann man das auch mit GIMP machen oder mit einem Grafikeditor eurer Wahl. Wir ändern zuerst die Größe in die 64 Pixel.
was wir uns gemerkt haben aus der Vorlage. 64 in beide Seiten. So, wir zoomen hier ein bisschen rein. Ich möchte mich da nicht weiter austoben. Ich will hier nur einen Text eingeben. Nenne ihn Vorlage. Ziehen das hier alles ein bisschen auseinander. Schieben das noch ein bisschen in die Mitte rein, in die ganze. So. Dann machen wir die Schrift noch ein bisschen kleiner. Positionieren das hier noch ein bisschen in der Mitte. So, dann sieht das auch schön aus. Und auch hier wieder kann man sich natürlich austoben, wer das möchte. Wir speichern unter PNG und wechseln dazu hier in den Ordner KiCad Template My Template Meta und nennen die ganze Datei icon.png. Speichern, schließen. So, was machen wir noch? Wir wollen natürlich ein paar Einstellungen vornehmen. Unser Template ist ja hier noch auf den Default-Werten. Ich öffne dazu mal beispielhaft den Layout-Editor. Und wenn der dann gestartet ist, sehen wir hier, also wir haben hier noch keine Einstellungen. Wir gehen mal hier an die Designregeln, setzen mal hier eine neue Netzklasse. Wir nennen die PWR für Power. Machen ein Abstandsmaß von 0,5, eine Leiterbahnbreite von 1,0, einen Doku-Durchmesser von 1,5 mit einer Bohrung von 0,8. Was es mit dieser Netzklasse auf sich hat, das werden wir dann in einem späteren Video sehen. Das soll mal eine Einstellung sein. Dann in den globalen Designregeln erstellen wir uns hier mal noch eine Leiterbahn mit 0,5 mm mit 0,8, 1,0, 1,2, 1,6, 2, 3 und 4 mm. Und wir wollen mal hier noch eine Durchkontaktierung mit 1,6 mm und einer Bohrung von 0,8 anlegen und mit 2 mm und einer Bohrung von 1,0 mm. Das soll es mal gewesen sein, beispielhaft. Wie gesagt, hier können jetzt alle Einstellungen vorgenommen werden, die zukünftig übernommen werden sollen. Das gilt dann ebenfalls für den Schaltplan. Wir speichern das, prüfen. Wir sehen hier unsere drei Dukus, die wir angelegt haben. Und hier die Leiterbahnbreiten, die wir eingestellt haben. Und wir speichern dieses Layout jetzt einmal ab. Schließen den Editor wieder. Wir schließen auch KiCad. Wechseln nochmal in unser Template-Verzeichnis My Template. Wir sehen jetzt hier eine vierte Datei, das ist eine Backup-Datei. Die soll zukünftig nicht mehr mit kopiert werden, deshalb löschen wir die hier mal mit heraus. Wir haben also wieder hier unsere drei Grunddateien von KiCad, die Projektdatei, die Schaltplandatei und die Layoutdatei, sowie hier den Ordner Meta mit der Info-HTML und dem Icon. So, wir schließen das Ganze, wir starten KiCad einmal neu. Wir wollen jetzt natürlich ein neues Projekt erstellen und das natürlich aus einer Vorlage. Wir sehen hier die mitgelieferten Vorlagen, die bei der Installation erstellt wurden. Und wir wechseln hier in den Reiter Benutzervorlagen. Wir sehen also hier unser Icon. Wenn ich hier draufklicke, sehen wir dann auch hier unten in dem Feld den Text. Und wir gehen auf OK. Und wir werden jetzt gefragt, in welchen Ordner wir das neue Projekt speichern wollen. Dazu gehen wir wieder in den Ordner KiCad, erstellen uns hier erst einmal einen neuen Ordner. Wir nennen den mal Test 3. Wählen diesen Ordner hier unten aus und klicken auf OK.
Und jetzt hat KiCad also hier in diesem Ordner wieder die Projektdatei und die Schaltplan-Layout-Dateien angelegt. Und wir wechseln oder wir starten mal den Layout-Editor und schauen mal, ob er unsere Einstellung übernommen hat. Und siehe da, hier sind also unsere eingestellten Leiterbahnbreiten, die eingestellten Dukos und hier in den globalen Designregeln ist dann auch unsere Netzklasse Power übernommen worden. Ja, das soweit erstmal zu diesem Teil. Wir haben damit unser eigenes Template erstellt. Ich habe dann unten, wie gesagt, in der Videobeschreibung nochmal verlinkt. Da gibt es nochmal den Text dazu und da werde ich das dann anhand von Linux nochmal näher erklären, um auch die Linux-Nutzer mit zu bedienen. Und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche viel Spaß beim eigenen Template erstellen. Dankeschön.